Alter, noch nicht. Ich hab noch nicht mal ausgeworfen alles. Alter, da geht schon los hier. Das ist ja der Hammer, ey. Da willst du mal wieder auf Amure testen. Zack, eine Rute im Wasser. Schon ballert's hier rein, oder was? Alter, so muss das doch sein. Schön an der alten Festung hier. Direkt auf die Brocken. Schuppenkarpfen, nix Amure. Aber immerhin, es ballert sofort hier rein. Ist ja der Hammer, ey. Gerade ausgeworfen, ich habe noch nicht mal alles zusammengebaut. Und es geht los. Mann, Mann, Mann. Ja, dann bauen wir mal eben zusammen, ne? Ich bin hier mit der klassischen Haarmontage. Also, komplett basic. Klassische Haarmontage, natürlich gehe ich maximal dick rein. Ist ja logisch, ne? Wer hat, der hat. Also, dicke Brocken. Wenn man hier die dicken Fische rausziehen will, dann geht man natürlich auch dick rein. Ich bin hier erstmal nur auf 1-0er Haken aus. Wenn das gleich läuft, wenn hier eine gute Frequenz ist, können wir immer noch ein bisschen größer stellen. Und zwar einmal den Haken und zum anderen die Köder. Aber erstmal wollen wir ja testen, ob die Aromatik hier lückt. Und das wäre nicht so schlecht. Ich gehe auch da relativ groß schon mal rein. Mit Johannes und Brombeere und natürlich der passenden Futtermische und natürlich wie immer hier auf wie viel Meter? Klar, 17 Meter. Zack, genau an die Kante da vorne. So, und ab jetzt habe ich mir gedacht, so jetzt wäre so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht hätte, jo, jetzt können wir mal so langsam das Video anmachen. Und mal gucken, ob denn hier auch was reingeht. Alter, da geht das schon sofort los hier. So, jetzt ziehen wir hier erstmal ein bisschen stramm. Zack, 1, 2, 3. 1, 2, 3 und fertig. Dann machen wir ja auch noch den Spot ein bisschen schön. Und wenn er dann schön ist, dann kann das losgehen hier. Wir haben 19 Uhr, perfekte Uhrzeit fürs Karpfenangeln, also schön in den Abendstunden am besten rein, am besten sogar gegen 16 Uhr. Schön Futtermische an den Spot werfen, bisschen warten, bisschen wirken lassen. Das Ganze muss auch gut eingesottert werden und dann, zack, um 18, 19 Uhr kann es dann losgehen. So, also Futtermische ist drin. Soll ich nochmal mehr werfen? Ich könnte nochmal einen mehr werfen, ne? Aber wir lassen erstmal. Wir fangen erstmal vorsichtig an. Wichtig ist, dass das jetzt schon mal losgeht. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, mein Ziel an für sich, die Amure. Schon länger nicht gesehen hier an der alten Festung. Irgendwo müssen die ja auch sein. Und irgendwo werden die auch bestimmt reingehen. Die Frage ist natürlich immer, welche Aromatik ist gerade sexy für den Amur? Dementsprechend wählen wir das natürlich aus. Weil das jetzt gerade schon direkt losging mit der Johannisbeere und der Brombeere, bin ich jetzt natürlich auch komplett all-in gegangen. Gesamte Futtermische, alle Sets jetzt darauf ausgerichtet. Ja, und jetzt heißt es abwarten und gucken. Ich würde sagen, Zeit für einen Klappstuhl. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum Abwarten und gucken, was hier passiert. Und ja, sollte hier was reingehen, dann ist doch alles schön. Und wenn nicht, war der ganze Aufwand mal wieder umsonst. Und man steht hier, man sitzt hier im Grün. Ja, und sammelt sich ein paar Zecken ein oder sowas. Na, da bleibt gar nicht viel Zeit zum Sammeln, denn es geht direkt wieder los. Es geht direkt wieder los. Gutes Zeichen, sehr gutes Zeichen. Wir gucken mal eben in den Wetterbericht. Also, so sieht es gerade aus. Relativ kühl, 16 Grad, 18 Grad, 15 Grad. Hier hinten wird es sogar richtig kalt, nochmal um die 15 Grad. Immer ein gutes Wetter, auch fürs Aalangeln. Auch jetzt in der Nacht mit 16 Grad Regen könnte man vielleicht auch schon mal wieder testen. Und ab hier hinten 19 Grad plus kann man wieder die Finger davon lassen. Muss nicht unbedingt sein. Klar kann da auch immer nochmal wieder in den Aal reingehen. Aber ich würde die Zeit gar nicht dafür verwenden. Na guck, haben wir hier vielleicht einfach einen Schubi-Spot mal wieder? Das ist doch nicht schlecht. Ich nehme auch die Schubis mit. Zack, direkt wieder raus hier. Ja, ein bisschen Futtermische werde ich noch mit reinwerfen. Das ist ja jetzt noch gar nicht ganz so viel. Gucken wir uns natürlich auch gleich noch im Detail an. Das Gute ist, die Futtermische hier kannst du natürlich auch händisch reinwerfen. In Bällchenform. Also schön geschmeidig, maximal auswerfen. Das heißt, mal schön noch ein bisschen was trinken und essen.
damit du dann maximale Energie hier oben hast. Und mit der maximalen Energie stellst du dich am besten so hier neben die Birke, noch ein paar Meter weiter nach hinten. Und dann pfefferst du volles Mett raus. Zack, zack. Schön hier an die Kante. Genau da wollen wir hin. Und dann gehen wir wieder die 3 Meter weiter nach vorne. Und dann hast du, wenn du dann da auswirfst, genau an der Stelle hast du dann eben das Futter, die Köder auch. Und das Ganze hat ja einen Wirkradius von 2,5 Meter. Also dann wird das auch funktionieren. Wenn Karpfenangeln für dich neu ist, auf jeden Fall mal reingucken. Das Tutorial-Video Praxis Karpfenangeln. Eigentlich wichtig für alle, die Grundangeln machen wollen, mit ein bisschen mehr Skill. Wie funktioniert das mit der Futtermische, Wirkung der Bleie, der Untergründe und so weiter und so weiter. Also alles super essentiell und da auf jeden Fall mal reingucken, wenn du denkst, irgendwie fange ich nichts auf Grund. Dann stimmt da irgendwas nicht, dann auf jeden Fall ein bisschen was ändern. So, ich ziehe jetzt hier nochmal immer zwischendurch so ein bisschen stramm, denn auch das passiert immer mal wieder. Die Karpfen kommen angeschwommen, gucken sich minutenlang den Köder an, machen vielleicht mal diesen hier, nüm, 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 aber beißen nicht richtig. Und es kommt nicht mal ein Signal, dass da was ist. Und in dem Moment, wo du da mal so ein bisschen ranziehst und sich der Karpfen denkt, wow, Alter, mein Boilie rutscht weg, saugt er sich das Ding ein und dann fängt das Gezubbel auf einmal an. Passiert regelmäßig. Von daher, wenn du hier über Stunden Ingame-Zeit kein Signal hast, auf jeden Fall mal so ganz kurz, hier mit der Y-Taste, nee, mit der Z-Taste ist es ja jetzt. Zack, ganz kurz, zack. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann wieder abwarten, hinsetzen und chillen. Und wenn du keinen Bock hast auf chillen, sondern dir denkst, Mann, da muss es doch noch was anderes geben als immer und immer wieder hier 2167. Ja, jede Menge. An der alten Festung gibt es natürlich verschiedene Stellen, die immer wieder gut funktionieren fürs Karpfenangeln. Also nicht nur hier 2167, sondern direkt hier oben. Hier ist so eine kleine Schilfkante. Gerade bei warmem Wetter immer mal wieder testen. Direkt vor die Schilfkante hier drauf quasi vorwerfen. Das sind so 7, 8 Meter sogar nur. Also ganz, ganz nah in dem Bereich. Wie gesagt, eher bei warmem Wetter. Dann gibt es hier in dem Bereich, quasi gegenüber von dem klassischen Aalspot, hier liegt auch so ein Baum im Wasser, auch da wieder so eine Schilfkante, auch da quasi so vorwerfen, auch da funktioniert das mit dem Karpfen regelmäßig, immer wieder gut, immer wieder richtig gute Spots hier. Dann gibt es hier unten einen Bereich, auch hier eine etwas größere Schilfecke, auch da kann man hinwerfen, von hier aus circa, in diesen Bereich einfach hinwerfen, klappt immer wieder gut und an für sich könnte man sagen, dieser Fuß hier unten ist quasi ein Gewässer für sich. Alleine hier unten in dieser Area könnte man 2 Monate komplett durchangeln. Mit Spinning, mit Pose, mit Grund. Ich glaube, du könntest hier jeden Tag was anderes fangen. So viele Möglichkeiten, natürlich hier vorne angefangen. 1, 2 Stellen schon hier vorne in diesem Bereich. Dann kann man hier zwischendurch drin angeln. Dann hier diese Ecke auch immer wieder in der Ferse. Super interessant, gerade eben auch für Karpfen und Co. Dann hier ein Bereich für Schleie eher. Hier drüben die gesamte Area für Barsch und für Hecht. Hier für Frosch, Laube und so weiter. Also es gibt so viele Bereiche, wo man da in der Area gut was fangen kann. Speziell, wie gesagt, fürs Grundangeln und Karpfenangeln auf jeden Fall hier unten diese Ecke testen. Auch hier ist so Grünschlund, so Entengrütze. Also hier in diesem Bereich auf jeden Fall mal selbst Naturköder reinwerfen. Verschiedene Teige testen, Kartoffeln testen, Kohlblatt und Alge, grünliche Köder auf jeden Fall auch testen. Gerade eben auch für den Amur. Also ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Stellen. Dann gibt es hier oben noch so ein bisschen was, aber das ist dann eher so für Giebel und Karauschen. Und ja, auch hier könnte man hin, auch hier ist so eine Schilfkante leicht gewölbt. Hier sind tendenziell aber auch eher mal die Schleien anzutreffen. Ab und zu auch mal ein bisschen Karpfen, aber nicht ganz so viel. Ich glaube, die wichtigsten sind tatsächlich hier oben. Hier immer mal wieder so ein bisschen, aber dann eben auch hier unten, gerade in dem Bereich. Das lohnt sich am ehesten.
Ja, jetzt heißt es natürlich abwarten. Ich hoffe, dass hier gerade auch in der Nacht speziell der schwarze Amur noch reingeht. Das wäre nicht so schlecht. Ist natürlich äußerst selten, dass der reingeht. Und da ich ja jetzt nicht weiß, welche Aromatik überhaupt läuft, ich bin jetzt nur mit einem Aroma hier. Ist normalerweise nicht meine Art, hier einen Spot zu testen. Aber diese Aromatik ist eben auch eine klassische Brombeere. Und Johannisbeere ist immer mal wieder ganz gut und immer mal wieder aktiv. Deswegen teste ich das natürlich auch immer. Und ich verwende ja auch die gute alte Mische. Also das hier, eine klassische Mische mit Hanfsamenmehl. Wir sind ja auf Amure eigentlich aus, deswegen Hanfsamenmehl. Würde ich jetzt eher auf Schuppenkarpfen aus sein. Oder wenn du dir jetzt denkst, boah geil, Alter, der Schuppenkarpfen geht hier vielleicht. Dann würde ich vielleicht eher Erbse als Basis nehmen oder vielleicht sogar Mais. Ich würde eigentlich eher Erbse nehmen. Erbse als Basis passt eigentlich immer ganz gut, ist eine schöne Schuppenkarpfenbasis oder auch Weizenkleie. Auch das geht immer ganz gut. Also das sollte auf jeden Fall funktionieren für den Schuppi. Dann natürlich die Köder drin, die wir verwenden, also Brombeere und Johannisbeere. Das Ganze schön nochmal mit einem Brombeerdip abschmecken und fertig. Theoretisch könnte man auch hier jetzt, wenn man auf Schuppenkarpfen geht, nur einmal Brombeere, einmal Johannisbeere nehmen und dann nimmt man nochmal Maiskorn mit rein und Erbse nochmal mit rein. Einfach nochmal als Bonus sozusagen, um vielleicht nochmal ein etwas größeres Lockspektrum abzudecken und vielleicht nochmal eher die Schuppenkarpfen hier ranzubringen. Dieses 100% von einer Aromatik oder von zwei Aromen ist gar nicht so nice. Lieber so ein bisschen mehr breiter streuen. Das wirkt in der Regel ein bisschen besser. So, wie sieht es aus hier? Da zuppelt doch was. Jawohl. Ist er denn schon dran? Oder zieht er noch ab? Ich warte noch mal ein bisschen. Ich glaube, der zieht schon, ne? Ja, der zieht sogar schon. Tatsache. Ist aber gar nicht so groß. Also bisher noch nichts, was hier wirklich in die Bremse geht. Aber Tatsache, die Schuppis sind zumindest da, ne? Der nächste hier, 6 Kilo. Das ist nicht so schlecht. Also größentechnisch kann sich das schon sehen lassen. Ich bleibe natürlich jetzt erstmal auf der Aromatik. Ich meine, der Spot ist jetzt eh angefüttert mit den Aromen. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Für einen Schuppenkarpfen übrigens nicht einen 1-0er Haken nehmen. Komplett übertrieben. Einfach einen 1er Haken, das ist schon wirklich groß. Da muss man gar nicht so wirklich groß reingehen. Und wenn du hier nochmal ein bisschen mehr Frequenz haben willst, natürlich kleinere Boilies verwenden, ist ja klar. Kleinere Boilies lockt natürlich auch ein bisschen kleinere Fische. Das heißt, dementsprechend hast du da eine schöne hohe Frequenz und zwischendurch ballert trotzdem immer noch einer rein, der mal deutlich größer ist. Also hier was 14, 15 ungefähr von der Größe. So in dem Bereich die Boilies wählen, reicht absolut. Also 1er-Haken, gerade auch wenn dein Setup noch nicht so riesig ist, 1er-Haken. Hier diese 14er, 15er, ich weiß die Größen gerade nicht auswendig, aber irgendwas so in diesem Bereich, das reicht. Unter 10 oder noch kleiner würde ich nicht nehmen. So diese mittleren Größen, das passt immer ganz gut fürs Karpfenangeln. Johannisbeere, Brombeere, Marmelade drauf. Und dann ab dafür und weiter testen. Ja, ich teste jetzt auch noch ein bisschen. Ich bin gespannt, was hier geht. Also ob jetzt hier tatsächlich nur die Schuppenkarpfen reingehen. Ist ja vom Wetter, wie gesagt, eigentlich relativ kühl. Meine Schuppenkarpfen-Trophy hatte ich damals tatsächlich bei 15 Grad auf Eierteig. Hat mich auf jeden Fall komplett von den Socken gehauen. Alte Festung, Schuppenkarpfen-Trophy auf Eierteig. Das ist schon wild mit 23 Kilo. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, nehme ich natürlich auch mit, aber das war dann tatsächlich auch bei kaltem Wetter. Und da sagt man dann eben auch, gerade bei kalten Temperaturen, dass man da dann eben eher eiweißhaltigere Köder verwendet. Bedeutet also, da kannst du auch schon mal wählen oder in der Vorauswahl schon mal ein bisschen probieren. Wenn du halt siehst, okay, du siehst das Video vielleicht erst in ein, zwei Wochen und denkst dir, boah geil, Alter, gucken wir mal, was da geht. Und du hast vielleicht gerade eine Kaltphase, vielleicht eher Aromen nehmen, die so ein bisschen eiweißhaltiger sind. Fischige Aromen oder sowas in der Art. Und dann, wenn es eher warm ist, also wir haben es an der Feste auch gerne mal 20 Grad plus, dann vielleicht eher dieses Fruchtige, das Exotische nehmen und gucken, ob das da nicht besser läuft. Die Wetterbedingungen sind halt gerade so, wie sie sind.
vielleicht nicht ganz ideal. Der nächste Tag jetzt hier, also wir haben ja jetzt gerade 1 Uhr, das bedeutet der nächste Tag, wenn es jetzt gerade gleich ein bisschen wärmer wird, um die 18 Grad, ist gar nicht so schlecht. Ich denke, da wird auch gleich noch ein bisschen was reingehen. Ich ziehe jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter durch. Mal gucken, was so geht. Ist einfach ein klassischer Spot, da wird immer ein bisschen was gehen. Wenn halt nichts geht, hast du einen falschen Köder drauf. Ganz simpel. Es gibt genug Köder zum Testen. Einfach einen mit einem simplen, kleinen Boilie testen oder wenn du schon kannst, mit Pop-Up einfach testen und dann gib ihm. Am besten, wie gesagt, 17 Meter Entfernung. Manche testen auch mal hier vorne so auf 15 Meter. Das ist dann ungefähr die Rinne. Hier vorne die Rinne oder vielleicht sogar nur auf 10 Meter. Und es gibt auch die Möglichkeit, da hinten hinzuwerfen. Man sieht es gerade vielleicht ein bisschen schlecht. Hier ist dieser Stein und der Baumstamm, aber quasi hier in dieses Becken. Zwischen dem Grünzeug und dem Baumstamm, genau in dieses Becken, kommt man ganz gut hin, so mit ungefähr 21 Meter von dieser Position aus hier. Zack, wo das Auge gerade war, auf 21 Meter in dem Bereich geht auch. Also das sind so die 1, 2, 3, 4 Stellen, also von hier aus 1, 2, 3 und dann da oben die vierte Stelle, die ich auf jeden Fall testen würde. Und ja, gerade eben schon gezeigt, diese Schilfkante, die ist dann hier. Kann man eben auch super testen, aber eher bei warmem Wetter. Wenn sich die Amure dann auch schon mal eher ufernah aufhalten, so hieß es zumindest mehrfach. Ob das dann so ist, muss man halt probieren. So, ich teste jetzt noch weiter. Kann sein, dass jetzt in der Nacht erstmal gar nichts geht und dass es dann in den Morgenstunden weitergeht. Vielleicht ballert da bei dir ja noch ein bisschen mehr rein. Wenn ich gleich noch Amure rausziehe, blende ich die natürlich gleich noch mit ein. Ich lasse das jetzt hier erstmal schön im Wasser und dann werden wir gleich in den Morgenstunden sehen, was da geht. So viel zum Spot. Einfach mal ein bisschen testen, einfach ein bisschen rumprobieren. Toi, toi, toi. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream jeden Freitag. Schön Wettangeln an den Low-Level-Gewässern für alle, damit man da auch mal ein bisschen im Kleinen und Feinen ein bisschen wettangeln kann. Also, Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.